Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Clausen, lieber Herr Petermann, sehr geehrte, liebe Gäste hier im Saal und zu Hause vor dem Bildschirm. Herzlich danke ich, dass Sie gekommen sind bzw. sich vor den Bildschirm gesetzt haben, um diesen Vortrag zu hören. Ebenso danke ich für die Gelegenheit, heute diesen Vortrag halten zu dürfen. Es ist ein seltsames Gefühl, nach mehr als 2 Jahren erzwungener Abstinenz nun plötzlich wieder vor Publikum zu sprechen. Dass das alles nicht klappt, sehen Sie hier an der PowerPoint, nämlich die Jahre sind doppelt. Das ist natürlich ein Fehler. Ich hoffe nur, dass die weitere PowerPoint-Präsentation dann nicht diesen Fehler bringt. Aber die 2 Jahre bleiben offensichtlich nicht ohne Spuren. Mein Thema betrifft also, und streichen Sie Jahre einmal durch, nämlich Erinnerungen an 75 Jahre Bielefelder Strafrechtspflege. Selbstverständlich ist es in einem Vortrag nicht möglich, alle wichtigen Strafverfahren ab 1946 vorzustellen. Ich werde die für mich interessantesten nennen und mich dann einigen wenigen Verfahren genauer zuwenden. Beginnen möchte ich mit dem Beginn, also mit der Bielefelder Strafrechtspflege nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes. Wie war es denn damals, 1945, nachdem die amerikanischen Truppen am 4. April auf Bielefeld zurückten und ihnen die Stadt ohne Gegenwehr übergeben wurde? Wie diese Stadt aussah, zeigen 2 Bilder. Und jetzt sollte Ruhe und Ordnung wiederhergestellt werden und die Justiz wieder aufgebaut werden und dies unter der strengen Befehlsgewalt der Militärregierung, anfangs der Amerikaner, dann ab 8. April 1945 der Briten. Alle früheren Mitglieder der Nazi-Partei, die sich aktiv für deren Tätigkeit eingesetzt hatten, und alle anderen Personen, die an den Strafmethoden des Hitler-Regimes direkten Anteil hatten, wurden ihres Amtes als Richter und Staatsanwälte enthoben und durften nicht zu solchen Ämtern zugelassen werden. Daher gab es das Problem, geeignete Personen für das Richteramt zu finden. Die britische Militärregierung suchte jedenfalls nach Personen, die unbelastet waren, wie das damals genannt wurde, und denen sie zutrauten, die gerichtsverwaltungstechnischen Notwendigkeiten für den Wiederaufbau einer rechtsstaatlichen Justiz zu schaffen. Sie teilte in Absprache mit dem OLG Hamm, dem Bielefelder Landgerichtsdirektor, das ist ein vorsitzender Richter am Landgericht gewesen, Dr. Schäber, am 27. Dezember 1945 mit, dass Herr Dr. Heinrich Wiedemann, zurzeit tätig als Rechtsanwalt in Minden, zum LG-Präsidenten bestellt ist beim LG Bielefeld. Er wird sein Amt antreten am 2.1.1946. Soweit die Mitteilung. Den Genannten wurde am 10. Januar 1946 vom Präsidenten des OLG Hamm, Herrn Dr. Hermsen, dieses Amt auch übertragen. Der Entnazifizierungsausschuss stimmte am 10. Oktober 1946 zu. Zugleich wurde bestimmt, Zitat, die LG-Präsidentenstelle Pfeil, das war der LG-Präsident ab 1936, also in der NS-Zeit, gilt vom 4.10.1945 ab als erledigt. Zitat Ende. Heinrich Wiedemann, geboren am 14. Januar 1889 in Neukloster in Niedersachsen, studierte Jura in Tübingen, Göttingen und Marburg, wo er 1919 auch promoviert wurde. Der Kriegsbeginn 1914 hatte die Ausbildung unterbrochen. Wiedemann war Soldat und in England gefangen genommen worden. Nach dem Assessorexamen in Berlin 1920 wurde er Amtsgerichtsrat in Celle und Bassum und Landgerichtsrat, also normaler Richter, in Stade.
Ab 1930 wurde er Referent für Einzelstrafsachen im preußischen Justizministerium. 1932 beförderte man ihn zum Direktor beim Landgericht III in Berlin unter gleichzeitiger Weiterverwendung im Justizministerium. Aus mir nicht bekannten Gründen wurde er nach § 5 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, der dazu gesetzlich nur vorgab, Zitat, wenn es das dienstliche Bedürfnis erfordert, zurückversetzt. Er reichte einen Antrag auf Pensionierung ein, dem stattgegeben wurde. Er war damals 51 Jahre alt. Danach war er in dem Deutschen Beamtengenossenschaftsverband e.V. hauptamtlich tätig, bis zu dessen Auflösung im Jahre 1943. Offensichtlich war er dann Rechtsanwalt in Minden. Denn dort wurde er nach Kriegsende Legal Advisor, also Rechtsberater der britischen Militärregierung, die ihn dann, wie bereits berichtet, zum LG-Präsidenten in Bielefeld machte. Er wurde als überaus tüchtig eingeschätzt. Man brauchte ihn in Bielefeld, aber noch dringender in Düsseldorf. Ende 1946 beauftragte ihn die britische Militärregierung mit dem Aufbau des Justizministeriums für das Land NRW. Am 2. Januar 1947 wurde er zum Landesjustizministerium abgeordnet. Mit Wirkung vom 1. April 1947 wurde Dr. Wiedemann zum Ministerialdirektor und damit zum ständigen Vertreter des Ministers, Arthur Sträter, dann Gustav Heinemann, ernannt. Soweit zu dem ersten Präsidenten nach 1945, Dr. Heinrich Wiedemann. Seine historische Bedeutung allerdings gewann er später außerhalb Bielefelds und auch Düsseldorfs. In Düsseldorf wurde er bereits 1948 in ein Disziplinarverfahren verstrickt und von Justizminister Heinemann entlassen. Die Vorwürfe gegen ihn lauteten offenbar, folgt man der Sekundärliteratur, er habe unwahre Angaben zu seiner NSDAP-Mitgliedschaft gemacht. Er habe in ein schwebendes Strafverfahren einzugreifen versucht. Und er habe den Dienstwagen für Privatfahrten, etwa den Transport eines schwarz geschlachteten Schweins, verwendet. Wieder ließ Wiedemann sich auf eigenen Wunsch im Jahre 1948 mit 59 Jahren pensionieren. Am 23. März 1948 wurde er zum alleinigen Geschäftsführer der Beamtengenossenschaftshilfe GmbH in Bielefeld bestellt. 1943 wurde der Sitz nach Hamburg verlegt, wo Wiedemann auch als Rechtsanwalt zugelassen wurde. Und 1959 in Wirtschaftshilfe Hilfe für Festbesoldete GmbH umbenannt, mit der Geschäftsstelle in Bonn, wo neben Wiedemann Irene Schulz, 1918 als Irene Herz geboren, eine junge Witwe mit Kind beschäftigt war, die nach dem Tod seiner norwegischen Frau seine Lebensgefährtin am zweiten Wohnsitzort Bonn wurde. Daneben eröffnete Wiedemann in Hamburg 1959 das Bankgeschäft Dr. Wiedemann und Co. KG, Bank für Festbesoldete, die der Gesellschaft zuarbeitete, auch zum Beispiel bei Unfallskosten mit Krediten helfen sollte. Was damals nicht bekannt war, die Einrichtung des Bonner Büros und der laufende Betrieb wurde vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR finanziert. Wiedemann dürfte sich nach dem Disziplinarverfahren 1948 als ungerecht behandelt angesehen und sich nach Beistand gegen das westdeutsche Unrechtsregime umgesehen haben. Er wurde 1949 zur Feier der Staatsgründung der DDR eingeladen und bei dieser Gelegenheit für eine nachrichtendienstliche Tätigkeit angeworben. Deckname Weide.
1956 führte Wiedemann seine damalige Sekretärin Irene Schulz dem Ministerium für Staatssicherheit zu, das sie im März 1957 zur Mitarbeit verpflichtete, Deckname Iris. Ihr gelang es, 1957 eine Anstellung im Innenministerium, ab 1962 im Forschungsministerium zu finden und schließlich unter drei Ministern zur Ministersekretärin, also Vorzimmerdame, aufzusteigen. Unterstützung fand das Paar durch eine im Mai 1961 von der DDR geschickte, in Chemnitz 1926 geborene Residentin, das ist eine Agentin, Führungsoffizierin, die in ihrem Pass den Namen Liane Lindner trug, aber eigentlich Ingeborg Weber hieß, Deckname Bildhauer. Nach Hinweisen auch aus Moskau kam das Trio unter ständige, aufwendig organisierte Beobachtung, Deckname Dreigestirn. Das ist Geschichte. Am 26. Februar 1970 trafen die drei sich im Bonner Stadttheater und tauschten ganz zwanglos Kuverts mit Geldscheinen bzw. Informationsmaterial aus. Sie wurden verhaftet. Wegen seines labilen Gesundheitszustands, er war immerhin 80 Jahre alt, wurde Dr. Wiedemann nach 6 Monaten aus der U-Haft entlassen. Das Verfahren gegen ihn wurde wegen ständiger Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. Er arbeitete weiterhin als Rechtsanwalt in Hamburg. Im Oktober 1977 starb er in Hamburg im Alter von 88 Jahren. Die beiden Spionen dann übrigens wurden im März 1972 wegen Landesverrats angeklagt, Ende September 1972 gegen 100 Häftlinge ausgetauscht. Welche konkrete Aufbauarbeit Herr Dr. Wiedemann für das LG Bielefeld geleistet hat, konnte ich nicht herausfinden. Auch sonst kann ich hier leider nicht auf den näheren Wiederaufbau der Justiz in Bielefeld eingehen. Dass eine wirkliche Entnazifizierung der Richter und Staatsanwaltschaft nicht gelingen konnte, ist bekannt und auch vielfach dargestellt. Ich komme damit zu meinem eigentlichen Thema, die Bielefelder Strafrechtspflege anhand einiger prominenter Prozesse. Ich möchte mit den NS-Verfahren vor dem LG Bielefeld beginnen. Die Sammlung Justiz- und NS-Verbrechen, die die westdeutschen Gerichtsentscheidungen wegen nach dem 1. September 1939 begangenen NS-Tötungsverbrechen veröffentlichte, verzeichnet 8 einschlägige Urteile. Nur nennen möchte ich das 23 Tage dauernde Verfahren gegen Karl Heinrich Klaustermeier wegen der Einzelerschießung von 20 Personen bei Kontrollgängern im Warschauer Ghetto. Bekannt ist dieses Bild neben SS-General Jürgen Strob. Er ist der Mann mit dem Gewehr. Das Urteil vom 4. Februar 1965 lautete auf Schuldspruch wegen 9-fachen Mordes, sonst Freispruch. Dann das Verfahren gegen den Gebietskommissar im ukrainischen Wladimir Wolinsk, Wilhelm Friedrich Westerheide, und gegen seine damalige Sekretärin Johanna Altvater, verheiratete Zelle. Sie sehen hier oben links ihr Bild aus einem israelischen Fahndungsblatt. Wegen Beteiligung an Massenerschießungen und auch wegen mehrerer Einzeltötungen in der Zeit von 1941 bis 1943 im dortigen Ghetto. Das Urteil vom 31. Oktober 1979 lautete Freispruch. Und schließlich der zeitlich letzte Prozess vom 8. August 1988 bis 3. Mai 1989 gegen Karl Friedrich Höcker, geboren 1911, der bereits im Frankfurter Auschwitz-Prozess mit Urteil vom 20.08.1965 verurteilt worden war und der nun am 3. Mai 1989 in Bielefeld
wegen Beihilfe an mehreren Mordtaten schuldig gesprochen wurde. Er habe als Adjutant des Kommandanten und als SS-Untersturmführer, jedenfalls für die Zeit vom 8. Juni 1943 bis 17. Februar 1944, für die Belieferung und Bevorratung des Konzentrationslagers Majdanek mit Zyklon B-Gas gesorgt. Das Urteil vom 3. Mai 1989 nahm eine fiktive Gesamtstrafe an. Fiktiv deshalb, weil auch das Urteil in Frankfurt einbezogen wurde. 4 Jahre Freiheitsstrafe. Anzumerken ist, dass Höcker, der 2000 im Alter von 88 Jahren starb, noch nach seinem Tod für Schlagzeilen sorgte. 2006 war ein Fotoalbum mit 116 Aufnahmen aufgetaucht, die er während seiner Zeit in Auschwitz gemacht hatte. Der Großteil der Bilder zeigt Angehörige des Lagerpersonals bei Schießübungen, bei der Übergabe des SS-Lazaretts in Birkenau und, so wie hier, bei Freizeitaktivitäten in einer Hütte im Tal der Sola, 30 Kilometer von Auschwitz entfernt. So schön kann das Leben bei Auschwitz sein. Genauer möchte ich auf die 2 Bialystok-Verfahren eingehen, von denen das erste im Jahr 1959 durchgeführt wurde. Ich weiß nicht, ob ich das polnische Wort richtig ausspreche. In der Audiodatei im Internet heißt es so ungefähr Bialystok. Meine Nachbarin, die Polnisch kann, hat mir gesagt, es heiße Bialystok, weil man die vorletzte Silbe betont. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich es nicht richtig mache. Ich bemühe mich. Hinzuweisen ist darauf, dass ein Jahr zuvor, also vor 1959, mit Arbeitsbeginn 1. Dezember 1958 aus Anlass des Ulmer Einsatzkommandoprozesses die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg gegründet war. In NRW wurden im Herbst 1961 2 Schwerpunktstaatsanwaltschaften, eine in Dortmund für NS-Massenverbrechen allgemein und eine in Köln für Massenverbrechen in NS-Konzentrationslagern geschaffen. In diesem Zusammenhang kam es auch zu dem Verfahren in Bielefeld. Die Stadt Bialystok liegt rund 180 Kilometer nordöstlich von Warschau, nahe der belarussischen Grenze. Das sind ja alles jetzt Karten, die uns wieder leider ganz stark in Erinnerung gerufen werden. Sie war vor dem Krieg eine Großstadt mit über 100.000 Einwohnern gewesen. So war die Stadt, das Stadtleben. Darunter mehr als die Hälfte Juden und somit ein bedeutendes Zentrum jüdischen Lebens. Hier ein Bild der Synagoge. Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt im Rahmen des Überfalls auf Polen Mitte September 1939 von deutschen Truppen eingenommen. Nach der geheimen Absprache im deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt jedoch am 22. September 1939 den Truppen der Sowjetunion übergeben. Die Stadt gehörte seither zur Weißrussischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Im Zuge des am 22. Juni 1941 begonnenen deutschen Angriffs auf die Sowjetunion wurde Bialystok erneut von der Wehrmacht besetzt. Am 27. Juni 1941 brannte das deutsche Polizeibataillon 309 die große Synagoge nieder, in die sie zuvor hunderte Juden getrieben hatte. Die neuen Machthaber errichteten hier den Bezirk Bialystok, das heißt eine Verwaltungseinheit, die einer zivilen Besatzungsverwaltung unterstand und nicht zum Deutschen Reich gehörte, und das Ghetto Bialystok. Wir sehen hier 2 Bilder. Die Stadt war Amtssitz des Chefs der Zivilverwaltung und des Befehlhabers der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes.
Sofort hatte die systematische Ermordung der jüdischen Bevölkerung begonnen, zunächst durch Erschießungen. Angeklagt wurde nun 1959 der 1907 geborene Herbert Zimmermann, studierter und 1932 an der Universität Marburg promovierter Jurist, seit 1933 Mitglied der NSDAP und der SS. Im Mai 1943 hatte er Wilhelm Altenloh als Kommandeur der Sicherheitspolizei im Bezirk abgelöst. Nach Kriegsende hatte er eine Zeit lang unter dem falschen Namen Zöllner gelebt und als Landarbeiter gearbeitet. Sein falscher Name hatte ihn vor einem Auslieferungsersuchen der polnischen Behörden bewahrt. 1952 hatte er eine westfälische Gutsbesitzererbin geheiratet. Nach den ersten Amnestiegesetzen in der Bundesrepublik wurde Dr. Zimmermann im Dezember 1954 als Rechtsanwalt beim Amts- und Landgericht Kiel, 1957 beim Amts- und Landgericht Bielefeld zugelassen und praktizierte hier als Rechtsanwalt, durchaus anerkannt und angesehen. Daran hatte auch ein früheres Verfahren im Jahre 1954 nichts geändert. Dr. Zimmermann und weitere Beschuldigten waren damals wegen der Erschießung des Kommandeurs der Schutzpolizei Freiburg im Breisgau anfangs 1945 angeklagt worden. Das Landgericht München II hatte alle Beschuldigten 1954 freigesprochen. Doch hatte eine Zeugenaussage während des Ulmer Einsatzgruppenprozesses zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Dr. Zimmermann wegen Mordes geführt. Am 2. Mai 1958 hatte die Staatsanwaltschaft Bielefeld die gerichtliche Voruntersuchung beantragt, die auch eröffnet wurde. Die Anklageerhebung war am 14. August 1959 erfolgt. In der Anklageschrift wurde Dr. Zimmermann vorgeworfen, am 15. Juli 1944, Zitat, gemeinschaftlich mit anderen Tätern heimtückisch etwa 100 Menschen vorsätzlich getötet zu haben, Zitat 11. Nämlich durch seine Anordnung, die 100 letzten Gefängnisinsassen zu erschießen. Die Urteilsverkündung erfolgte am 25. November 1959. Der Angeklagte Dr. Zimmermann wurde mangels Beweises freigesprochen. Doch noch während der Hauptverhandlung gegen Dr. Zimmermann leiteten die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die zentrale Stelle in Ludwigsburg aufgrund von Hinweisen aus Polen neue Ermittlungen wegen Mordes und weiterer Straftaten ein, die sich auch gegen weitere Angehörige der Sicherheitspolizei im Bezirk Białystok richteten. Ermittelt wurde schließlich gegen 204 Personen. Einige Ermittlungen wurden eingestellt, andere immer wieder zusammengelegt, dann wieder getrennt und unterschiedlich zuständigen Staatsanwaltschaften zugewiesen. Im April 1961 wurden die Ermittlungen gegen 30 Verdächtige wegen des Sachzusammenhanges verbunden und der Staatsanwaltschaft Bielefeld übertragen. So kam es zu dem zweiten Białystok-Prozess, einem der wichtigsten Verfahren der Bielefelder Strafrechtspflege. Meist wurde er ebenfalls als Zimmermann-Prozess bezeichnet, weil der gerade freigesprochene Bielefelder Rechtsanwalt erneut als wichtigster Angeklagter aufschien und auch für die Zuständigkeit des Bielefelder Gerichts maßgebend war. Nun wurde Dr. Zimmermann zur Last gelegt, seit seiner Ankunft in Białystok im Juni 1943, Zitat, in einer Vielzahl von Fällen zur heimtückischen, grausamen oder aus niedrigen Beweggründen begangenen Tötung von Menschen wissentlich Hilfe geleistet zu haben, Zitat. Er habe als Leiter der Dienststelle die gewaltsame Räumung des Ghetto organisiert. Kranke Juden habe er an Ort und Stelle töten lassen, die nicht arbeitsfähigen seien der Sonderbehandlung zugeführt worden, nämlich von diesen seien mindestens 15.000 im Vernichtungslager Treblinka durch Gas getötet worden.
Am 17. August 1961 wurde gegen Dr. Herbert Zimmermann auf der Grundlage der neuen Vorwürfe Haftbefehl erlassen. Am 25. August wurde er erneut festgenommen. Wegen einer Herzerkrankung, die stationär behandelt werden musste, erhielt er zunächst ab Juni 1963 eine Haftverschonung. Am 15. Dezember 1964 wurde beim Landgericht Bielefeld Anklage eingereicht gegen Dr. Herbert Zimmermann, damals zum Tatzeitpunkt Leiter des Kommandanten, gegen seinen Vorgänger Dr. Wilhelm Altenloh, geboren 1908, promovierter Volljurist. Eine Auslieferung nach Polen wurde von einem britischen Gericht abgelehnt. Und gegen die Angehörigen der Sicherheitspolizei Richard Diebus, geboren 1900, das ist als Zeuge in Nürnberg, dann Richard Diebus, geboren 1912, damals tätig in der Dienststelle Judenreferat, seit 1956 im Polizeidienst Hamm tätig. Dann Heinz Erelis, geboren 1912, damals SS-Obersturmführer und Leiter der Gestapo-Außenstelle Grodno. Lothar Heimbach, geboren 1908, Leiter der Gestapo-Stelle Bialystok, seit 1956 als Polizist in Köln tätig. Und Hermann Bloch, geboren 1913, zur Tatzeit SS-Sturm-Scharführer und Angehörige der Sicherheitspolizei. Das LG Bielefeld stellte am 29. Dezember 1965 erneut einen Haftbefehl gegen Dr. Zimmermann aus, der nun auch für haftfähig erklärt wurde. Er beging unmittelbar vor seiner Verhaftung am 31. Dezember 1965 Suizid. Auch Hermann Bloch hatte sich dem Verfahren durch Suizid am 23. September 1965 während der Untersuchungshaft in Karlsruhe entzogen. Das ist der zweite Bialystok-Prozess, nun gegen vier verbliebene Angeklagte. Er begann am 23. März 1966. Es waren 3 Monate Verhandlung vorgesehen, doch es dauerte mehr als ein Jahr bis zur Urteilsverkündung am 14. April 1967. An 101 Verhandlungstagen wurden 194 Zeugen und 5 Gutachter gehört. Dieser Prozess fand damals nur wenig Interesse. Dies änderte sich aber, als er Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen wurde. 2003 erschien der Band Bialystok in Bielefeld mit 9 Beiträgen und einer CD-ROM, die Material, Interviews, auch Ausschnitte aus den Tonbandprotokollen enthielt. 2008 schloss Katrin Stoll ihre Bielefelder Dissertation ab, die 2012 als Die Herstellung der Wahrheit veröffentlicht wurde, eine hervorragende historische und auch juristisch kundige Aufarbeitung dieses Verfahrens. 2010 wurde das Buch Der Judenrat von Bialystok veröffentlicht, 2014 eine Arbeit von Marius Seidel. Frau Stoll erhielt für ihre Dissertation 2009 den Gustav-Engel-Preis des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg. Das Bild zeigt die Preisträgerin in der Mitte, umrahmt von links gesehen von Dr. Horst Gebert, im Prozess beisitzender Richter, dem Pflichtverteidiger Klaus Heise, dem Vorsitzenden des Historischen Vereins Johannes Altenbehrend und dem LG-Präsidenten Günther Schwieren. Es ist nicht üblich, meine Damen und Herren, die Namen der Richter zu nennen. Doch ich muss bei Herrn Dr. Gebert eine Ausnahme machen, da er für die erwähnte CD-ROM ein umfangreiches Interview 35 Jahre nach der Urteilsverkündung, damals bereits seit 5 Jahren pensioniert, gab, das tiefe Einblicke in das Verfahren
zu dessen Beginn er 33 Jahre alt war, ermöglicht. Die Anklage beschränkte den dem Gericht zur Entscheidung gestellten Tatkomplex auf die Handlungen der Angeklagten, bei denen im Februar bzw. August 1943 durchgeführten Deportationen aus den Ghettos Białystok und Grodno in die Lager Auschwitz und Treblinka und auf eine Vergeltungsaktion gegen 100 Juden im Ghetto Białystok und wertete diese Taten als Beihilfe an gemeinschaftlichem Mord in 2 bzw. 3 Fällen mit insgesamt 16.000 Opfern. Zusätzlich wurden mehrere ausdrücklich aufgeführte Exzesstaten als Täter der Angeklagten Erelis und Dibus als Mord angeklagt. Interessierte können den Prozessablauf anhand der genannten Bücher verfolgen. Daher kann ich mich hier auf einige Bemerkungen aus dem Interview von Herrn Dr. Gebert beschränken. Er zeigte darin einige Probleme des Verfahrens auf, die damals 1965 bei den drei Berufsrichtern und den 6 Geschworenen offenbaren Kenntnislücken über den Holocaust. Er sagt, wir waren alle völlig unbelegt. Die Versuche, sich durch Lektüre und Anfragen bei zuständigen Stellen kundig zu machen, die Unmöglichkeit, ein solches Verfahren auf sehr oft nicht zuverlässlichen und widersprüchlichen Zeugenaussagen aufzubauen, was Dr. Gebert zu durchaus kritischen Anmerkungen zur Arbeit der Staatsanwaltschaft und der Zentralstelle brachte. Die wichtige und letztlich bestimmende Entscheidung des Gerichts, selbst in die Ermittlungen einzusteigen. Er selbst habe mehr als 1400 Urkunden besorgt, die übersetzt, verifiziert, verwertet wurden. Und dann erzählt er von dem Schreckmoment, als in den letzten Tagen des Verfahrens ein Geschworener, bereits ohnehin ein Ersatzgeschworener, ins Krankenhaus gebracht werden musste. Und schließlich musste die mündliche Urteilsbegründung in einem Saal des Krankenhauses vorgenommen werden. Am 14. April 1967 wurde das Urteil gesprochen. Die Angeklagten wurden der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 2 bzw. 3 Fällen für schuldig befunden und zu folgenden Gesamtstrafen verurteilt: Dr. Altenloh zu 8, Heimbach zu 9, Erelis zu 6 Jahren und 6 Monaten, Dibus zu 5 Jahren Zuchthaus. Im Übrigen, das heißt in den angeklagten Fällen der Exzesstaten, wurden die Angeklagten Erelis und Dibus freigesprochen. Als Haupttäter der Judenvernichtung wurde die nationalsozialistische Führungsspitze von Hitler bis runter angenommen. Als Haupttaten im eigentlichen Sinne wurde die Tötung der Juden zugrunde gelegt, die im Februar bzw. August 1943 aus den Ghettos in die Vernichtungslager Treblinka und Auschwitz gebracht worden waren und diese als Mord bewertet. Die Tötung dieser Menschen sei alleine aus rassischen Gründen und damit aus niedrigen Beweggründen im Sinne des § 211 StGB geschehen. Die Wertung als Beihilfehandlung wurde unter anderem darauf gestützt, dass die Angeklagten selbst nicht aus Rassenhass gehandelt hätten, weshalb ihnen kein Täterwille angelastet werden könne. Das Urteil wurde so am 14. April 1967 verkündet. Alle 4 Angeklagten legten Revision ein. Dibus zog seine zurück, Heimbach starb am 8. Dezember 1968, noch vor der Revisionsentscheidung. Während das Revisionsverfahren lief, trat am 1. Oktober 1968 ein neuer § 50 Absatz 2 StGB in Kraft. Wortlaut: Fehlen besondere persönliche Merkmale, die die Strafbarkeit des Täters begründen beim Teilnehmer, so ist dessen Strafe zu mildern. Soweit der Wortlaut. Daraus folgerte der 5. Senat des BGH am 20. Mai
1969, dass die für den Mordtäter angedrohte lebenslange Freiheitsstrafe für den Gehilfen zwingend auf 15 Jahre Freiheitsstrafe herabgesetzt werden müsse, was nach der damals geltenden Verjährungsbestimmung Eintritt der Verjährung am 8. Mai 1960 außer bei lebenslanger Strafdrohung bedeutete, dass die Tat eines solchen Gehilfen, gegen den erst nach dem Termin 8. Mai 1960 ermittelt wurde, verjährt sei. Was hier im Gesetzgebungsverfahren geschehen war, wird bis heute strittig diskutiert. Offiziell wurde von einem Versehen und Übersehen gesprochen, einem Fehler im Gesetzgebungsverfahren. Der Verdacht kam aber auch auf, dass alte Nazis, vor allem der Ministerialdirigent Eduard Dreher, vor 1945 Staatsanwalt am Sondergericht Innsbruck, hier eine kalte, verschleierte Amnestie durchgezogen hätten. Nun, was bedeutete diese Entwicklung für das Bielefelder Urteil? Es hatte wegen Beihilfe an Mordtaten als mit niedrigen Beweggründen, damit einem besonderen persönlichen Merkmal, begangenen Tötungen verurteilt, wobei diese niedrigen Beweggründe bei den Gehilfen nicht bejaht worden waren. Der von § 50 Absatz 2 StGB geregelte Fall war also von diesem Urteil festgehalten. In dem Interview spricht Dr. Gebert von einem eindeutigen Fehler, den er und seine Kollegen gemacht hätten. Zitat: Wir haben nur auf niedrige Beweggründe abgehoben, weil wir wohl im Prozess so gefangen genommen waren von Vorsatzfeststellung oder Freispruch, dass wir weiter überhaupt nicht gedacht haben. Das ist eigentlich das Rüstzeug eines Anfängers und das haben wir außer Betracht gelassen. Zitat Ende. Damit Erschrecken bei Dr. Gebert und den anderen Richtern. Zitat: Da dachte ich, jetzt stellen die BGH-Richter auch ein. Aber dann habe ich nur gehofft, dass die sich scheuen, das Ganze einzustellen. Nun, die Sache war an den 4. Strafsenat gegangen, der sogar eine Verhandlung am 27. Januar 1970 ansetzte und sein Urteil am 5. Februar 1970 verkündete. Er erkannte sofort das Problem. Zitat: Kämen als Mordmerkmale nur niedrige Beweggründe in Betracht, so stünde der Senat vor der Frage, ob er sich der Entscheidung des 5. Strafsenats vom 20. Mai 1969 anschließen soll, das heißt mit dem Ergebnis Verjährung, oder es müsste der erkennende Senat den großen Senat für Strafsachen anrufen. Zitat Ende. Aber dann sah der Senat eine dritte Möglichkeit, die er auch anwendete. Zitat: Der vom Schwurgericht festgestellte Sachverhalt ergibt jedoch eindeutig, dass es sich in allen Fällen, in denen die Angeklagten verurteilt worden sind, auch um grausame Tötungen im Sinn des § 211 handelt. Und da das Schwurgericht einer außergewöhnlich langen und sehr eingehenden Verhandlung die Taten mit großer Sorgfalt so weit geklärt hat, wie dies überhaupt möglich erscheint, Zitat Ende, stellte der Senat auf grausame Morde als Haupttaten ab, für die als tatbezogenes Merkmal § 50 Absatz 2 keine Bedeutung hatte. Es blieb beim Schuldspruch. Dass Dr. Gebert in dem Interview seine Erleichterung und Dankbarkeit berichtete, liegt auf der Hand. Soweit die NS-Prozesse. Ich wende mich jetzt einigen Prozessen zu, die vor dem LG Bielefeld geführt und über die Grenzen der Stadt und Region, auch über NRW hinaus, bekannt wurden. Als erstes kann ich aus Zeitgründen ein Verfahren nur nennen, das angemessen
nur in einem eigenen Vortrag behandelt werden könnte, nämlich den Balsam-Prozess, der als einer der schwersten Fälle von Wirtschaftskriminalität in der Geschichte der Bundesrepublik gilt. Das Verfahren begann am 26. April 1996, benötigte 200 Verhandlungstage und insgesamt 3 Jahre bis 20. September 1999. Die am 11. April 1995 eingebrachte Anklageschrift umfasste 875 Seiten, ergänzt durch 360.000 Blatt Beweisunterlagen in 1296 Aktenordnern und betraf Kreditbetrug, Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung. Für 7 Angeklagte wurden 25 Wahl- und Pflichtverteidiger aufgeboten. Es wurden über 250 Zeugen vernommen. Angeklagt von 3 Vertretern der Staatsanwaltschaft waren alle 4 Vorstandsmitglieder der Balsam AG. Ich möchte hier nur die beiden Hauptverantwortlichen nennen, den Vorstandsvorsitzenden und Hauptaktionär Friedel Balsam, damals 54 Jahre alt, der die gleichnamige AG 1965 in Steinhagen gegründet und Mitte der 80er Jahre zum weltgrößten Sportbodenhersteller mit über 1600 Mitarbeitern und Millionen Umsätzen gemacht hatte, und den Finanzvorstand Klaus Detlef Schlienkamp, damals 43 Jahre alt. Daneben waren der geschäftsführende Gesellschafter und der Prokurist der Firma Procedo und ein Wirtschaftsprüfer angeklagt. Das Gericht stellte einen Schaden von 1,5 Milliarden D-Mark fest. Das LG Bielefeld verurteilte am 20. September 1999 die beiden Hauptangeklagten Schlienkamp und Balsam wegen gemeinschaftlich begangenen Betrugs in 78 Fällen zu 10 bzw. 8 Jahren Freiheitsstrafe. Bis es allerdings zu diesen Verfolgungsschritten der Staatsanwaltschaft kam, die die Ergebnisse der durch eine bereits 1992 eingegangene anonyme Anzeige veranlassten Ermittlungen des Kriminalhauptkommissars Karl-Heinz Wallmeier schlechthin nicht zur Kenntnis nehmen wollte, könnte als Krimi durchgehen. Es kam zu parlamentarischen Anfragen der Grünen an Justizminister Rolf Krumsig. Es kam zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Landtag, schließlich zur Suspendierung, dann zur Versetzung des Bielefelder Oberstaatsanwalts in den einstweiligen Ruhestand. Ebenso krimitauglich war die Strategie des Angeklagten Schlienkamp. Er kündigte als Freigänger während der U-Haft in einem Brief an den Richter seinen Suizid an, verschwand dann mit letzter Spur in Cuxhaven und schickte dann unter dem Namen Santiago Francesco ein Telegramm aus Kuba, wonach ein Schlienkamp beim Tauchen von einem Hai getötet und gefressen worden sei. Bis er, der daher in Abwesenheit verurteilt wurde, am 28. März 2000 in der philippinischen Millionenmetropole Cebu verhaftet werden und zum Strafvollzug nach Deutschland ausgeliefert werden konnte. Bekannt ist das Verfahren gegen den 1963 geborenen Computerfachmann Samir Fansa, der am Sonderparteitag der Partei Bündnis 90 Die Grünen am 13. Mai 1999 in der Seidenstickerhalle ein Attentat auf den damaligen Außenminister Joschka Fischer verübte, um ihn als Kriegsverbrecher, Fischer trat für den Kosovo-Krieg und die Beteiligung Deutschlands daran ein, zu kennzeichnen. Bekannt ist vor allem das Bild des von einem mit großer Wucht aus 4 Meter Entfernung geschleuderten Farbbeutel getroffenen Politikers, der eine Verletzung des Trommelfells erlitt. Durch die rote Farbe, die aus dem geplatzten Beutel auf seine Kleidung spritzte, wurde auch eine fremde Sache beschädigt.
In der Strafsache, wobei die Sachbeschädigung an der Kleidung nicht weiter verfolgt wurde, erging ein Strafbefehl des Amtsgerichts Bielefeld am 16. September 1999, dann ein Urteil des Amtsgerichts am 21. Dezember 2000 und schließlich ein Urteil des Landgerichts am 23. Mai 2001. Wegen gefährlicher Körperverletzung mittels eines gefährlichen Werkzeugs in einem minderschweren Fall wurde Fansa, der als Transfrau in weiblicher Kleidung erschien, zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 30 D-Mark, also insgesamt 3600 D-Mark, verurteilt. Der oder die Verurteilte wandelte im Übrigen später den Vornamen in Samira um. Weiterhin war sie in der politisch linken radikalen Szene, der sie bereits 1999 angehört hatte, aktiv. Sie wurde bekannt als Regisseurin. Ich habe im Übrigen den Namen bewusst genannt, weil sie in einem Interview für Redaktion Netzwerk Deutschland am 14. November 2019 auch freimütig über ihr kommunikatives Attentat berichtete, das sie weiterhin als legitim ansah. Ebenso nur kurz möchte ich einen Prozess erwähnen, der bis heute für die Jurastudierenden von Relevanz ist. Früher mussten alle nur ein Verbrechen kennen, das in der Dämmerung eines Septembertages 1858 auf der Straße zwischen Lieskau und Schiebzig, also nahe Halle an der Saale, verübt wurde. Heute noch erinnert ein Gedenkstein, also ein Blutstein, an diese Tat. Und das preußische Obertribunal 1850 abzuurteilen hatte. Der Holzhändler Rosal hatte dem Arbeiter Rose versprochen, ihn reichlich zu belohnen, wenn er den Zimmermann Schliebe erschießen würde. Rose legte sich daraufhin am 11. September 1858 gegen 20 Uhr in den Hinterhalt, um Schliebe, den er genau kannte, aufzulauern. In der Dämmerung sah er einen Mann des Weges daherkommen, den er für Schliebe hielt. In Wirklichkeit war es der 17-jährige Gymnasiast und Kantorssohn Harnisch. Rose schoss Harnisch mit einer Schrotladung tot. So der berühmte Rose-Rosal-Fall. Am 25. Oktober 1985 nun legte sich in Petershagen ein in finanzielle Not geratener 34-jähriger Bergmann abends im Pferdestall eines Landwirts in der Stroh und wartete auf dessen Sohn, um diesen mit einem Kleinkalibergewehr zu erschießen. Zu dieser Tat hatte ihn der 1926 geborene Vater mit 70.000 D-Mark angeheuert, der auf diese Weise das unerträglich gewordene Zusammenleben mit dem Sohn und gleichzeitigen Hoferben beenden wollte. Anstifter und Täter gingen davon aus, dass der angeheuerte Killer das Opfer erkennen konnte. Doch als dieser dem durch die Tür den Stall betretenden Mann aus 30 Zentimeter Entfernung in den Kopf, genauer in das rechte Auge, schoss, war ihm genau der Irrtum des Rose passiert. Er hatte den Falschen erschossen, einen Nachbarn. Dieser Bielefelder Rose-Rosal-Fall ging in die Lehrbücher der Juristenausbildung ein und ebenso die unterschiedlichen Lösungsversuche, die nämlich beide relevant wurden. Das LG Bielefeld, die 10. Große Strafkammer, ging im Urteil vom 23. Oktober 1989 von versuchter Anstiftung zum Mord aus. Denn der für den Täter unbeachtliche Error in persona stelle sich für den Anstifter als eine erhebliche Abweichung vom Kausalverlauf apparatio ictus vel impetus dar. Bielefeld kann Latein. Die Zurechnung des Todes zum Vorsatz des Anstifters ausschließen würde. Der 4. Strafsenat des BGH hob diese Entscheidung mit Urteil vom 25. Oktober 1990 auf,
In der rechtlichen Beurteilung folgte der BGH dem preußischen Obertribunal und nahm vollendete Anstiftung an. Der Error in persona des Täters sei auch für den Anstifter irrelevant. Ich komme zu meinem vorletzten Prozess. Dabei geht es um den deutschen Sportclub DSC Arminia Bielefeld, gegründet am 3. Mai 1905, wegen zahlreicher Fußballerfolge in Westfalen als westfälischer Traditionsclub angesehen. 1962, 63 gelang der Aufstieg in die zweite Liga West, später in die Regionalliga West und damit in die Welt des Profifußballs. 1970 schaffte der Verein den Aufstieg in die Bundesliga. In dieser Spielzeit 1970-71 lief es für Arminia nicht besonders gut. Es drohte immer wieder ein Abstiegsplatz. Der Vorsitzende des Kontrollausschusses des DFB, Hans Kindermann, im Zivilleben Richter am LG Stuttgart, gab später an, dass es in dieser Spielzeit 1970-71 kaum ein für den Abstieg bedeutsames Meisterschaftsspiel gegeben habe, das nicht durch Geldzuwendungen an Spieler beteiligter Mannschaften beeinflusst oder zu beeinflussen versucht worden sei. Manipulationen seien so fast zur Selbstverständlichkeit geworden, dass oft mehrere Angebote vorgelegen hätten, es also zu einem gegenseitigen Überbieten der Vereine gekommen sei. Gezahlt wurde eine zusätzliche Prämie für den Sieg, aber auch für das Herbeiführen einer Niederlage. Mit anderen Worten, jeder im Fußballbetrieb wusste es, aber alle hielten dicht und machten mit. Es bedurfte eines spektakulären Rundumschlags eines Betroffenen, um diesen Augias-Stall nicht auszumisten, aber doch zumindest offenbar zu machen. Es war der Vereinspräsident von Kickers Offenbach, Horst Gregorio Canellas. Am 6. Juni 1971 überraschte er bei der Feier seines 50. Geburtstages die Gäste mit dem Abspielen eines Tonbandes, das die Mitschnitte verschiedener Telefonate enthielt, die Spielmanipulationen und Schmiergeldzahlungen zum Thema hatten. Medienvertreter berichteten über den Skandal in der Bundesliga. Der Skandal bestand auch in der anfänglichen Ignoranz des DFB. Wir kennen das aus der Doping-Szene. In diesen Korruptionsskandal war auch Arminia Bielefeld verwickelt, genauer der Vorstand dieses Vereins. Ich möchte hier nur den damaligen ersten Vorsitzenden, den 1918 in Bielefeld geborenen, ab 1965 als Buchhändler tätigen Wilhelm Stute, auch namentlich nennen, und zwar deshalb, weil er schließlich der Alleinangeklagte war und freigesprochen wurde. Also darf man seinen Namen nennen. Er war seit 1962 Vorstandsmitglied und seit 8. September 1969 der erste Vorsitzende des Vereins. Michael König und Philipp Köstner schreiben über ihn in ihrem Buch 111 Gründe, Arminia Bielefeld zu lieben, als Gegensatz zum vorherigen Vorsitzenden, den eher bedächtigen und risikoscheuen Dr. Hans Kastrup, Zitat. Der ehrgeizige Buchhändler Stute wollte den Aufstieg in die Bundesliga unbedingt. Wenig später schon entließ er Trainer Hans Wendland und heuerte Egon Bichancek an, den die beiden Autoren für einen Übungsleiter mit bewegter Vergangenheit, ja sogar als Trainer aus der Halbwelt Kaiserlauterns und Kölns nennen. Der Vorstand des Vereins war gemeinsam zum Ergebnis gekommen, dass auch Bielefeld nicht untätig bleiben dürfe. Und er hatte gehandelt, was mich zu dem angesprochenen Verfahren vor dem LG Bielefeld führt und die genannten Autoren König und Köstner zu einem Kapitel mit der Umschreibung des 29. Grundes zur Arminia-Liebe, Zitat, weil wohl kein anderer Verein jemals dilettantischer geschummelt hat. Zitat Ende. Was damit angesprochen worden ist,
dem Arminia Bielefeld-Betreuer, der das Bestechungsgeld an die Spieler von Hertha BSC überbringen sollte, fiel auf der vollbesetzten Tribüne des Berliner Stadions der Koffer zu Boden. Unter dem Gelächter der Zuschauer wirbelten Geldscheine, insgesamt waren 50.000 Mark im Koffer, durch die Luft. Bielefeld. Die Ermittlungen der Bielefelder Staatsanwaltschaft begannen am 28. Oktober 1971. Sie wurden von der Presse in unterschiedlicher Richtung begleitet, begrüßt, aber auch kritisiert. Vor allem entstand gereizte Aufregung im Ruhrgebiet, als diese Ermittlungen sich auch gegen 14 Spieler des FC Schalke 04, darunter bedeutende Nationalspieler, und gegen 4 Vorstandsmitglieder von Schalke 04 ausdehnten wegen Meineids. Die Betroffenen hatten selbstverständlich entrüstet jede Beteiligung an den Manipulationen und der Eid abgestritten. Eine missverständliche und auch missverstandene Pressekonferenz heizte das Klima weiter an. Es kam im April 1973 zu einer parlamentarischen Anfrage des SPD-Abgeordneten Egbert Reinhardt an Justizminister Dr. Posser, verbunden mit der Aufforderung, den Bielefelder Staatsanwalt wegen Rechtsbeugung abzusetzen. Weitere kritische Berichte folgten, unter anderem in der Fußballwoche vom 21. Januar 1974 und im Spiegel, 4. Februar 1974. Schließlich am 15. Februar 1974 ordnete der Generalstaatsanwalt die Abgabe des Schalker Verfahrenskomplexes an die Staatsanwaltschaft Essen an. Der Bielefelder Staatsanwalt blieb einzig die Anklage gegen Wilhelm Stute, den ersten Vorsitzenden, die am 15. Januar 1973 erhoben und eingebracht wurde. Gegenstand der Anklage waren zunächst 4 Handlungen, von denen aber dann 2 nach § 154 StBO nicht weiter abgeurteilt wurden. Übrig blieben also 2. Zunächst die Manipulation des Spiels des 18. Spieltages am 17. April 1971 gegen den FC Schalke 04. Es wurden 40.000 D-Mark gezahlt, die am Abend nach dem Spiel an die Schalker ausgezahlt wurden. Arminia gewann 1:0 durch ein Tor von Gerd Roggensack. Sie sehen, er schießt gegen Torwart Dieter Budenski und Jürgen Michael Galbiertz das entscheidende Tor. Allerdings blieb die Mannschaft auf dem 15. und daher nahe einem Abstiegsplatz, was sich auch in den nächsten Spielen nicht änderte. Vor dem 34. und letzten Spieltag, am 5. Juni 1971, stand Arminia am drittletzten Platz, also einem Abstiegsplatz. Es musste das Auswärtsspiel gegen Hertha BSC Berlin gewonnen werden, um unabhängig von den anderen Ergebnissen den Klassenerhalt zu sichern. Und das war die zweite im Urteil bewertete Tathandlung. Bielefeld bot 250.000 Mark für die Niederlage von Hertha an, die aus Spendengeldern von Mäzenen und aus dem Vereinskonto, nämlich 100.000 Mark, zusammenkamen. Es ging also um die Verwendung dieser 100.000 Mark für die Berliner Spieler. Arminia Bielefeld gewann mit 1:0. Es war aber nicht zu klären, ob dies an dem fehlenden Einsatzwillen der oder zumindest einiger Berliner Spieler lag. Das Geld nahmen allerdings die Spieler nach der Niederlage an. Vorgeworfen wurde also zweifache Untreue nach § 266 StGB, also die vorsätzliche Schädigung fremden Vermögens durch eine treupflichtwidrige Handlung ohne Bereicherungsabsicht. Vor der Anklage am 15. Januar 1974 war noch sportrechtlich manches geschehen. Der Kontrollausschuss des DFB, Hans Kindermann, hatte zu ermitteln begonnen. Wilhelm Stute, der anfangs die Vorwürfe vehement zurückgewiesen hatte, hatte am 24. Oktober 1971 ein Geständnis abgelegt und war zurückgetreten. Doch war Arminia in der Bundesliga geblieben
und durfte 1971, 72 weiter am Spielbetrieb teilnehmen, allerdings nur im Sinne einer Geistersaison, das heißt, die Punkte wurden nur für die Gegner mitgezählt. Anklage gegen den Verein wurde am 17. Januar 1972 vor dem Sportgericht des DFB erhoben. Das Urteil vom 19. Februar 1972 sah den Entzug der Lizenz wegen unsportlichen Verhaltens und die Versetzung in die oberste Landesliga vor. Auf Berufung wurde das Urteil am 15. April 1972 abgeändert, Entzug der Lizenz am Ende des Spieljahres und Abstieg in die Regionalliga West. Und nach Anrufung des Schiedsgerichts wurde das Urteil nochmals verändert, kein Punkteabzug, sondern Geldstrafe von 50.000 Mark. Zurück zum LG Bielefeld. Nach zwei Verhandlungstagen am 5. und 7. Februar 1974 sprach die große Strafkammer 1a des LG Bielefeld am 7. Februar 1974 das Urteil. Strittig war eigentlich nur der Vermögensnachteil für den Verein, der im Sinne der konkreten Vermögensgefährdung erörtert wurde. In Heranziehung des wirtschaftlichen Vermögensbegriffes wurde gefragt, ob die durch die Geldentnahme eingetretene Vermögensminderung, also 100.000 Euro bzw. 40.000 Euro, durch einen wirtschaftlichen Vorteil ausgeglichen worden sei. Arminia sei doch in der Bundesliga geblieben, was dazu geführt hätte, dass weiterhin hohe Einnahmen, die dem Betrag von 140.000 D-Mark überstiegen hätten, erzielt worden sei. Doch sei die Gefahr der Aufdeckung der Manipulation und damit des Zwangsabstiegs konkret gegeben gewesen, weil die Manipulationen bei vielen Personen bekannt gewesen seien und auch durchaus Interesse auf Entdeckung bei anderen Vereinen bestanden hätte. So wurde der objektive Tatbestand in beiden Fällen bejaht. In beiden Fällen nahm das Gericht auch das Wissenselement des Vorsatzes an. Fraglich sei aber das voluntative Element, das billig in Kauf nehmen des für möglich eingesehenen Nachteils. Bezüglich Hertha BSC meinte das Urteil, dass das konkrete Gefahrenmoment so deutlich erkannt worden sei, dass das trotzdem gesetzte Handeln zeige, dass der Angeklagte diese Gefahr innerlich gebilligt habe, daher sei Vorsatz gegeben. Anders argumentierte das Gericht bezüglich Schalke. Das Spiel habe zu einem frühen Zeitpunkt stattgefunden, als noch 6 weitere Spiele durchzuführen gewesen seien. Daher sei die Gefahr des Abstiegs noch nicht so zugespitzt gewesen. Zudem sei das Spiel damals nicht im Brennpunkt, auch nicht des Medieninteresses gestanden. Also sei es durchaus möglich gewesen, dass der Angeklagte darauf vertraut habe, die Sache werde gut gehen und einen günstigen Ausgang nehmen. Daher sei bezüglich des Schalke-Spiels kein Vorsatz gegeben. Daher wurde Stutter bezüglich Schalke freigesprochen. Bezüglich Hertha wurde er zu einer Geldstrafe von 25.000 D-Mark verurteilt. Gegen das Urteil kündigte die Staatsanwaltschaft Revision an, nahm sie dann aber zurück. Der BGH hatte aber trotzdem auf die Revision des Verurteilten hin über die Verurteilung im Hertha-Fall zu entscheiden. Im Revisionsurteil des 4. Strafsenats vom 27. Februar 1975 wurden durchgreifende Bedenken gegen die Begründung des Vermögensnachteils vorgebracht. Die Annahme, dass sofort nach möglicher Aufdeckung der Manipulation eine vollstreckbare Entscheidung des DFB ergangen wäre, sei unhaltbar. Es wäre stets nur um einen möglichen Abstieg am Ende des neuen Spieljahrs gegangen, daher wäre das laufende Spieljahr gesichert gewesen und damit der Erhalt der Bundesliga-Zugehörigkeit als Chance auf Vermögensgewinn. Die Rechtslage sei vergleichbar einem sogenannten Risikogeschäft. Ein Vermögensschaden sei nur dann anzunehmen, wenn der Täter nur nach Art eines Spielers bewusst und entgegen den Regeln kaufmännischer Sorgfalt eine aufs Äußerste gesteigerte Verlustgefahr auf sich genommen habe. Eine eindeutige Bewertungsregel werde sich aber nicht festlegen lassen. Dabei, so meinte der BGH weiter, spreche die Mehrzahl der Umstände eher für den Nachteil
als gegen. Aber die Verurteilung wurde aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung an das LG Bielefeld zurückverwiesen. Das LG Bielefeld führte die neue Verhandlung durch und sprach am 9. Februar 1977 das Urteil. Es nahm die Argumentation des BGH an, wendete es aber in die andere Richtung. Hätte die Zahlung des Bestechungsgeldes tatsächlich zur Manipulation des Spiels und damit zum Verbleiben des Vereins in der Bundesliga geführt, so sei ein wirtschaftlicher Schaden im Sinne der konkreten Gefährdung abzulehnen. Der Erhalt der Bundesliga-Zugehörigkeit sei bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise der Auswirkungen auf das Vereinsvermögen weit höher zu bewerten als der Betrag von 100.000 D-Mark. Hätte die Zahlung nicht zu einer Manipulation des Spiels geführt, so sei zwar der äußere Tatbestand auch im Sinn des Vermögensschadens anzunehmen, doch liege darin eine Abweichung des Kausalverlaufs von der Vorstellung des Angeklagten vor, die auch wesentlich sei. Denn, Zitat, der Angeklagte konnte nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht vorhersehen, dass die Spieler von Hertha BSC vor dem Spiel zum Schein auf die Bestechung eingegangen seien. Deshalb sei der Vorsatz zu verneinen. In jedem Fall war daher der Angeklagte freizusprechen. Was sportrechtlich geschah, kann hier nicht ausgeführt werden. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass 8 Schalker Profis vor dem LG Essen wegen Meineids angeklagt wurden. Der Prozess zog sich mehrere Jahre hin, bis am 22.12.1975 die Verurteilung lediglich zu hohen Geldstrafen ausgesprochen wurde, was dem Fußballclub Schalke 04 den unschönen Beinamen FC Meineid 04 einbrachte. Damit bin ich beim letzten Verfahren, das mit Urteil vom 22. September 1988 der 10. großen Ferienhilfsstrafkammer abgeschlossen wurde. Ich nehme an, dass manche und mancher von Ihnen sich an diesen Prozess noch erinnern kann, weil er damals viel Aufsehen erregte. Deshalb, weil er Menschen betraf, die für die Medien und die Bürger dieser Stadt von hohem Interesse waren, in einer Dimension lebten und wirkten, die für viele eine Glitterwelt, Beifall, Ruhm, Bewunderung bedeutete, die Welt des Theaters. Am Vorabend der Tat, die dann Verfahrensgegenstand war, am 26. März 1987, hatte die letzte Aufführung eines hochdramatischen Stücks stattgefunden, Ghetto, eines Werkes des 1939 geborenen israelischen Autors Yehoshua Sobol aus dem Jahre 1984, das die Probleme um die Errichtung eines jüdischen Theaters in Theresienstadt betrifft. Sie spielte das jüdische Mädchen Chaya, die das sexuelle Begehren des SS-Mannes, den der Ehemann spielte, zurückweist. Die von ihm gefoltert, gequält und gedemütigt wird, bis sie zu den Partisanen fliehen kann, worauf er als Vergeltung die Ghetto-Mitglieder erschießt. Das Publikum jubelte den Protagonisten zu. Anschließend wurde die sogenannte Abfeier in der Kantine des Stadttheaters durchgeführt. Gegen 23.30 Uhr wechselten einige, darunter sie beide, in die Wohnung einer Schauspielerin, auf ihre Bitte hin auch der Intendant. Gegen 3.30 Uhr, also bereits am 27. März, war nur mehr eine kleine Gruppe anwesend. Man unterhielt sich, trank viel Alkohol. Bei ihr wurden 2,06 Promille errechnet. Sie fühlte sich nicht im Ensemble angenommen, durch manche Ereignisse gedemütigt und steigerte sich zunehmend in eine starke Erregung hinein. Schließlich schlug sie ihrem Mann eine am Tisch stehende Weinflasche mindestens 2-mal heftig auf den Kopf, wodurch er eine Platzwunde davontrug. Die übrigen Anwesenden drängten sie in die Küche und versuchten, sie zu beruhigen. Auf den Vorfall gingen sie nicht näher ein, auch ihr verletzter Mann blieb still sitzen. Die Beruhigungsversuche schienen auch zu klappen. Sie kehrte schließlich wieder in das Zimmer zurück,
wo ihr Mann in einem ruhigen Gespräch mit dem Intendanten vertieft war. Dann verließ sie das Zimmer mit der Bemerkung, die Toilette aufzusuchen, ging aber in Wahrheit in die Küche, um einen Gegenstand zu finden, mit der sie ihn schwerer verletzen könnte als mit der Flasche. Sie wollte ihm doch einen Denkzettel verpassen. Sie fand schließlich und nahm ein 16,5 cm langes Küchenmesser zum Kartoffelschälen, also mit einer 6 cm langen, nach vorn gekrümmten Spitze, und stieß es ihm mit einem einzigen wuchtigen Stich in den linken Brustbereich. Die Klinge eröffnete den Herzbeutel und verletzte die rechte Herzseite lebensgefährlich. Tatzeit 3.45 Uhr. Er wurde sofort in das Krankenhaus gebracht, operiert, verblieb 3 Tage in der Intensivstation. Am 10. April 1987 wurde er geheilt entlassen. Zurück blieb nur eine Wundnarbe. Die Scheidung wurde eingereicht. Hatte hier die Theaterwelt zur Tat geführt? War sie von ihrer Rolle und vielleicht noch mehr von seinen sadistischen SS-Handlungen noch so erregt, dass sie zu dieser Tat geschritten war? Die Medien stürzten sich auf dieses Geschehen und verkündeten der aufgeschreckten und doch faszinierten Leserschaft den Hintergrund der Tat. Sie habe offensichtlich aus Eifersucht zugestoßen, weil sie es nicht mehr habe ertragen können, dass er sie nicht nur mit Kolleginnen betrogen habe. Dafür hätte sie sich ja vergeltend mit ebenfalls Ehebrüchen rächen können, sondern dass sie auch und vor allem eine Ehe zu dritt geführt habe, wobei der Dritte, der noch mehr als sie geliebte, der Intendant gewesen sei. So konnte man sich in Bielefeld und anderswo hochmoralisch empören. Man sprach vom Bielefelder Schwulentheater, von sexuellen Freiheiten der Schauspieler und vor allem der Schauspielerinnen, von dem Verfall der Sittlichkeit auf den Theaterbühnen und überhaupt. Die Theaterleute fühlten sich durch die Medien und vielleicht auch durch die Erwartungen des Publikums an dieses Verfahren verletzt, herabgesetzt, wohl auch entwürdigt. Von daher war es ein eindeutiges Zeichen, als sie dem Intendanten mit Rosen ins Gericht zu seiner Zeugenaussage begleiteten. Die Staatsanwaltschaft erhob am 10. Februar 1988 Anklage wegen versuchten Totschlags. Die Anklage wurde zugelassen, das Hauptverfahren am 10. Februar 1988 eröffnet. Sie war nach kurzer U-Haft nach Berlin zurückgekehrt und hatte dort wieder ein Engagement an den staatlichen Schauspielbühnen erhalten. Sie kam also als erfolgreiche Schauspielerin zurück. Sie hatte ja auch vor der Bielefelder Zeit bereits mehrere Engagements gehabt, auch zahlreiche Auftritte im Fernsehen. Sie wurde verteidigt von den bekannten Anwälten Bossi und Ufer aus München. Angesetzt waren 3 Verhandlungstage, doch hatte das Gericht, wie es der Gerichtsreporter Gerhard Mautz für den Spiegel formulierte, Zitat, übersehen, dass Schauspieler dem Käfig des Textbuchs einmal entronnen mitunter sehr viel zu sagen haben. Und man stellte nicht in Rechnung, dass Akteure, denen es schwerfällt, ihr Privatleben von ihrem Berufsleben zu trennen, in erstaunlicher, nahezu exhibitionistischer Weise aus sich herausgehen können. So kam er noch 2 weitere Tage dazu. Wurde nun die Hauptverhandlung zu der von Mautz prognostizierten rechten Weihnachtsbescherung zum Herbstanfang zu einer Tortur für das Gericht? Die Realität im Gerichtssaal verlief nun aber anders. Denn es gelang dem Vorsitzenden, den Mautz mit Heinz-Jürgen Hüskes, 43, vorstellt, womit ich zum 2. Mal den Namen eines Richters angebe, durch seine Prozessführung und dem Sachverständigen, den Hamburger klinischen Psychologen Dr. Herbert Meisch, durch sein Gutachten, diese künstlerische Dimension, oder sollte man sagen, diese künstliche Dimension auf die Welt des allzu Menschlichen, des Alltäglichen herabzubrechen,
zu nachvollziehbaren Szenen einer Ehe zu machen. Das psychologische Gutachten, Zitat, putzt die aufgesetzten Farben von den Aussagen, schrieb Maud. Zitat, ihre Geschichte ist alltäglich. Sie handelt von dem Versuch, sich selbst zu finden, der scheitert, weil er sich dem nicht stellt, was Kindheit und Jugend zufügten. Von einem Versuch, der scheitern musste, weil er ein Fluchtversuch war. Zitat Ende. Auf ihr Leben, das in dem Verfahren ausgebreitet wurde, kann und will ich hier nicht näher eingehen. Ich werde auch ihren Namen nicht nennen. Der Sachverständige kam jedenfalls zum Schluss, dass sie aufgrund ihrer Kindheit und Jugend ein besonders hohes Maß von Zuwendung und sozialer Resonanz benötige. Das von ihr gezeigte Dominanzverhalten im zwischenmenschlichen Bereich sei eher Ausdruck einer Kompensation von Angst vor Unterdrückung, Abhängigkeit und Missachtung. Gerade die Situation vor der Tat sei affektiv schwer erträglich gewesen. Eine eskalierende Konfliktentwicklung in der Partnerbeziehung, eine temporäre berufliche Krise, eine emotionale Labilisierung und depressive Verstimmung. Nach dem Aufführungsende habe sich das Zuwendungs- und Beachtungsbedürfnis verstärkt. Das distanzierte Verhalten des Ehemannes und seine ruhigen Gespräche mit dem Intendanten hätten zu einer Affektaufladung geführt. Genauer, es habe ein mehrphasiger Affektaufbau vorgelegen, wodurch es zu einer erheblichen Wahrnehmungs- und Bewusstseinsverengung infolge hochgradiger Affekteinwirkung gekommen sei. Im Ergebnis, so der Gutachter, sei von einer erheblichen Verminderung der Selbstkontrolle und des Handlungsspielraums und damit bei aufrechter Fähigkeit, das Unrecht einzusehen, der Steuerungsfähigkeit gekommen. Da kein psychogener Ausnahmezustand vorgelegen habe, sei von verminderter Schuldfähigkeit § 21 StGB auszugehen. Das Urteil vom 22. September 1988 nahm versuchten Totschlag an. Wegen des erheblichen, nicht schuldhaft herbeigeführten Affekts wurde als Strafrahmen 213 herangezogen, also ein minderschwerer Fall des Totschlags zugrunde gelegt. Der Strafausspruch, Freiheitsstrafe von 2 Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die Revision der Angeklagten, die wegen § 20 freigesprochen werden wollte, wurde vom 4. Strafsenat des BGB als unbegründet verworfen. Gerhard Mautz war mit dem Verfahren insgesamt zufrieden. Vieles ließe sich anhand dieses Verfahrens über die Bedeutung, Funktion, Wirkung der Strafrechtspflege sagen und diskutieren. Diese Herabstufung des von manchen Betroffenen erzeugten Scheins ihrer sozialen Wichtigkeit, Unentbehrlichkeit, auf die allzu menschliche, alltägliche Dimension. Aus der gefeierten Schauspielerin in der Glitterwelt des Theaters wurde eine vom Leben gebeutelte Frau, die in tiefe seelische Not gekommen war, die in dieser Beziehungstat gipfelte. Vielleicht sind Strafprozesse aus diesem Grund für viele so interessant. Der vorsitzende Richter in diesem Verfahren war sich jedenfalls seiner Bedeutung und seiner Rolle bewusst. Und auf der anderen Seite? Maud schloss seinen Spiegelbericht mit den Worten, Zitat, das Urteil könnte der Verurteilten dazu helfen, sich ihrer Biografie zu stellen, statt vor ihr zu fliehen und so doch noch zu sich zu finden. Zitat Ende. Kann denn dieses hervorgebrachte allzu menschliche eine therapeutische Wirkung haben? Was freilich nicht ausschließt, dass ein Strafverfahren auch die menschliche Situation des Verurteilten verschlechtern, ja ihn vielleicht sogar brechen kann. Wie gesagt, viel ließe sich über Strafrechtspflege diskutieren. Bei unserer Angeklagten scheint sich die Hoffnung von Mautz erfüllt zu haben. Ihre Ehescheidung wurde kurz nach dem Urteil rechtskräftig. Sie heiratete zum 3. Mal, 1990 wurde ein Sohn geboren. Allerdings wurde in diesem Jahr auch diese Ehe geschieden. Sie konnte ihre Karriere in Berliner Theatern, in festen Engagements und in Fernseh- und Kinofilmen erfolgreich fortführen und sogar ausbauen. Er, auch dem Opfer, gelang eine beachtenswerte Karriere.
nach Heidelberg und Bielefeld. Hier war er Ensemblemitglied bis 1994, trat er in Wiesbaden, Hannover und seit 2004 in Münster auf, in zahlreichen Filmen und Fernsehproduktionen. Darüber hinaus wirkte er als Regisseur. Er starb 2013 im Alter von 57 Jahren. Freilich wird sich manche oder mancher fragen, hatte das Bielefelder Verfahren tatsächlich die alltägliche Realität der Betreffenden an den Tag gebracht? Oder war auch diese Hauptverhandlung die Bühne für eine große Schauspielerin, geführt und verführt von einem prominenten Münchner Verteidiger, denen es überzeugend gelang, auch den Richtern ihr Bild von Realität zu vermitteln? Ich komme damit zu einer kurzen Schlussbemerkung. Wenn ich mich fragen würde, wie denn ein Redner oder eine Rednerin in 25 Jahren über das Thema 100 Jahre Justiz NRW vortragen wird, dann kenne ich die Antwort nicht. Wird es eine Strafrechtspflege, die sich in den Grenzen des Rechtsstaats bewegt und die Menschen wegen der Begehung von Straftaten in dogmatisch sauberer Differenzierung, auch zum Beispiel bezüglich Täterschaft und Teilnahme, aburteilt noch geben? Oder werden die Grenzen, die ein Rechtsstaat sich gegenüber Moral und Religion setzen muss, nicht mehr akzeptiert werden? Wird sich zum Beispiel ein Strafverfahren durchgesetzt haben, in dem es nicht mehr um Verurteilung oder Freispruch in Bezug auf eine Tat geht, sondern um den Rahmen, in dem die Opfer zu Wort und Anerkennung kommen und eine Entschuldigung für das, was ihnen angetan wurde, erwarten können? Die Zukunft bleibt spannend. Wie gesagt, viel ließe sich über Strafrechtspflege diskutieren. So wollte ich den Vortrag am ursprünglichen Termin beenden. Seitdem ist die Welt wieder anders geworden. Der Krieg hat Europa eingeholt. Damit stellt sich die Frage nach 100 Jahren NRW-Justiz dringender. Bleiben wir hoffnungsvoll. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.